الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine geehrten Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah einmal, dass die Sahaba radiallahu anhum oder einige der Sahaba sich haben mitziehen lassen, mit den Angelegenheiten der Dunya. Ja? Da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen beibringen wollen, sie wieder auf den Boden, auf den Boden bringen wollen und sie ermahnen wollen, indem er ihnen sagte, mal faqra akhsha alaikum, so wie im Hadith, der überliefert wurde bei At-Tirmidhi. Er sagte, mal faqra akhsha alaikum, ich habe keine Angst davor, dass ihr verhungert, dass ihr arm seid. Davor habe ich keine Angst. Lakin, aber ich habe viel mehr Angst um euch, dass die Dunya sich vor euch eröffnet. Ja, dass die Dunya, dass der Besitz und das Weltliche sich für euch eröffnet, ihr dann darin wetteifern werdet, ich will mehr haben als der andere, ich will größeres Auto, ich will ein fetteres Auto, ich will ein fetteres Haus, eine fettere Hochzeit und dieses und jenes, dass ihr wetteifert in Dunya, fatuhlikakum kama ahlakathum, dass sie euch dann daraufhin vernichtet, so wie sie die vernichtet hat, die vor euch waren. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, sehen wir oft, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns ermahnt hat mit diesen Sachen. So kam ein Mann zu ihm, ein Sahabi, nach der Schlacht von Khaybar. Und als die Beute verteilt wurde, hat er damit gekauft und verkauft und er kam zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte zu ihm, so wie im Hadith, der überliefert wurde, bei Abu Dawud, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zum Propheten, O Gesandter Allah, ich habe heute so viel Profit, so viel Gewinn gemacht, ich glaube, keiner hat so viel Gewinn gemacht wie ich. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie viel Gewinn hast du gemacht? Er sagte zu ihm, ich habe 300 Ruqiyah gemacht, also 300 Münzen vom reinen Silber. Ja? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, dass eine Person zwei Raka'a betet, Sunnah, ja? Sunnah, einfach freiwillige Gebete, nach einem Gebet zwei Raka'a Sunnah betet, ist besser als das, was du verdient hast. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die zwei Raka'a vom Fajr-Gebet sind mir lieber als die Dunya, nicht das Pflichtgebet, nur die freiwilligen Gebete. Es war ein freiwilliges Gebet. Er sagte, die zwei Raka'a von Fajr sind mir lieber als die Dunya und alles, was auf ihr ist. Diese Welt und alles, was auf ihr drauf ist. In einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu sagen, Subhanallah und Alhamdulillah und La ilaha illallah und Allahu Akbar, diese vier Worte zu sagen, ist mir lieber als alles, was auf dieser Welt ist. Hey, wenn du dem Prophet Muhammad angeboten hättest, ey, ich gebe dir Milliarden, ich gebe dir diese ganze Erde, oder du sagst, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, er hätte sich dafür entschieden. Ja, warum? Weil er hat einfach den Sinn des Lebens verstanden. Er hat das verstanden zum einen, und zweitens, er weiß, was das Richtige ist, was wirklich glücklich macht und was ewig glücklich macht. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith, er sagte, wenn ich einen Tal voller Gold hätte, ein Tal voller Gold, yani das sind, Allahu a'lam, Millionen, das sind Milliarden von Kilos von Gold, yani eine Zahl, so viel besitzen vielleicht die ganzen reichsten Menschen zusammen nicht. Er sagte, wenn ich einen Tal voller Gold hätte, so hätte ich keine Freude darin, keine Freude daran, wenn ich es nicht innerhalb von 3 Tagen fi sabilillah verteilt hätte. Ja, an die Bedürftigen und Familie und Bedürftige etc. Subhanallah. Er hatte keine Freude daran. Es würde ihn nicht freuen. Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, lernen wir davon, dass das richtige Verständnis ist, vom was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitteilen wollte, dass es das ist, dass ma indallahi khairun wa abqa. Das, was bei Allah ist, ist besser und hält länger und ist für die Ewigkeit. Und er wollte uns beibringen, dass wir uns nicht klammern sollen an die Dunya und dass diese Dunya nicht in unserem Herzen, in unser Herz bewohnen darf, sondern wenn, dann muss es in unserer Hand sein, um es einfach zu nutzen für das, was wir brauchen zum Leben und für das Gute. Und deswegen, liebe Geschwister, hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer wieder daran erinnert, dass diese kleinen Taten im Islam besser sind als diese ganze Dunya und was auf ihr ist. Warum? Weil diese ganzen Taten, die man macht, die sind Ibadah. Das ist ein Teil von La ilaha illallah. Oder das Wort La ilaha illallah bedeutet, zu Allah zu dienen. Ja, und das, wenn es ein Dhikr ist, wenn es zwei Raka'a ist, zwei freiwillige Gebete, nicht mal Pflichtgebete, sondern nur freiwillige Gebete, das ist Ibadah. Das ist der Grund, warum wir erschaffen wurden. Das heißt, wenn man das macht,
ja, wofür man erschaffen wurde, dann hast du genau das gemacht, wofür du existierst. Und deswegen ist es besser als die Dunja und alles, was auf ihr ist. Weil am Ende des Tages, wenn du eine kleine Tat machst, eine ganz, ganz kleine Tat, selbst wenn es eine freiwillige Tat ist, es ist eine Sache, die dich ins Paradies bringt und dir ewig, ewige Glückseligkeit bringt. Ja? Und das andere, diese Dunja hat Allah Azzawajal gegeben den Menschen, die er liebt und die Menschen, die er nicht liebt. Auch die Menschen, die er verabscheut oder die Menschen und Djinn, die Satane sind. Er gibt ihnen auch die Dunja. Warum? Weil die Dunja bei Allah Azzawajal keinen Wert hat und nur von kurzem Genuss ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben. Jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.